Hallo und herzlich willkommen beim Mess Profi Service. Heute gebe ich dir eine leichte Anleitung an die Hand, wie du überprüfen kannst, ob dein Rotationslaser noch stimmt. Also, sei gespannt! Durch Vibrationen und Stöße, beispielsweise beim Transport oder auch durch Temperatureinflüsse, kann sich dein Rotationslaser verstellen. Deshalb solltest du vor jedem Einsatz überprüfen, ob dein Laser noch stimmt. Wie du das praktisch umsetzt, zeige ich dir gleich, aber vorher gehen wir noch kurz auf die Theorie dahinter ein. Ein Rotationslaser wird immer dann verwendet, wenn es um den Bau von Flächen geht, beispielsweise im Garten- und Landschaftsbau. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine horizontale, eine einfach geneigte oder auch eine zweifach geneigte Fläche handelt. Die meisten Geräte heutzutage auf dem Markt, vor allem die für den Profieinsatz, haben eine Selbstnivellierfunktion. Das heißt, wenn der Laser nicht hundertprozentig horizontal auf dem Stativ steht, ist es kein Problem, weil er horizontiert sich selber. In diesem Fall spricht man auch von vollautomatischen Rotationslasern. Im Innern des Geräts ist ein Laser, dessen Strahl von einem Prisma oder auch Spiegel um 90 Grad umgelenkt wird. Gleichzeitig ist diese Umlenkung auch um die Hochachse drehbar gelagert. Dreht sich nun die Umlenkung mit einer gewissen Drehzahl, dann wird durch die Drehung eine Scheibe im Raum, also eine Ebene, aufgespannt. Egal wo man sich nun vor, seitlich oder hinter dem Rotationslaser befindet, diese Ebene kann als Referenz verwendet werden. Wenn der Rotationslaser exakt stimmt, dann messt ihr überall die gleiche Höhe, egal wo ihr euch zum Rotationslaser hin positioniert. Ist jedoch der Rotationslaser verstellt, dann messt ihr, je nachdem, wo ihr euch zum Rotationslaser hin befindet, unterschiedliche Höhen. In dem abgebildeten Beispiel seht ihr, dass die aufgespannte Ebene nach rechts unten hin geneigt ist. Das bedeutet ganz konkret, in diesem Fall auf der rechten Seite würdet ihr zu viel Erde abtragen, hier unten, und genau auf der gegenüberliegenden Seite würdet ihr zu wenig Erde abtragen. Es ergibt sich also ein Fehler, der bezogen auf die Horizontale diesem Abstand entspricht. Nimmt man jedoch diese Höhe hier unten und vergleicht sie mit dieser Höhe, dann hat man den zweifachen Fehler. Um zu überprüfen, ob der Rotationslaser stimmt, messt ihr in einem definierten Abstand zum Rotationslaser hin eine Höhe, ich nenne sie jetzt mal H1. Anschließend dreht ihr den Laser um 180 Grad. Dadurch wird auch die aufgespannte Ebene gedreht. Also wir haben jetzt nicht mehr diesen Fall hier, sondern wir haben jetzt diesen Fall. Und ihr messt wieder die Höhe. Ich nenne sie jetzt mal H2. Achtet darauf, dass ihr die Höhe exakt an der gleichen Stelle messt, wo ihr auch schon die Höhe H1 gemessen habt. Der Fehler errechnet sich nun aus der Höhe H2 minus der Höhe H1 geteilt durch 2, da ihr sonst diesen Abstand als Fehler bekommt. Gesucht ist aber dieser Abstand. Damit habt ihr den Fehler bezogen auf den Abstand zum Rotationslaser hin. Ist dieser gemessene Fehler nun kleiner wie die Nivelliergenauigkeit des Rotationslasers, dann habt ihr alles richtig gemacht bzw. dann stimmt euer Rotationslaser, dann müsst ihr nichts weiter tun. Ist der gemessene Fehler aber größer wie die Genauigkeit des Herstellers, dann solltet ihr den Rotationslaser vom Fachmann überprüfen und justieren lassen. Mit diesem Vorgang habt ihr nun eine Achse des Rotationslasers überprüft. Da der Rotationslaser aber zwei Achsen besitzt, müsst ihr die gleiche Prozedur für die zweite Achse auch nochmal durchführen. Ist der Messfehler für die zweite Achse ebenfalls kleiner wie die Nivelliergenauigkeit des Rotationslasers, dann könnt ihr problemlos arbeiten und euer Rotationslaser arbeitet in der definierten Herstellertoleranz. Wir befinden uns jetzt im Außeneinsatz, wo ich die Überprüfung praktisch vorführe. Ich habe einen Rotationslaser, den habe ich auf ein Stativ gestellt. Wichtig dabei ist, das Stativ möglichst gerade hinstellen. Das ist wichtig, damit die automatische Nivellierung des Rotationslasers so wenig wie möglich arbeiten muss. Hochwertige Stative haben eine Dosenlibelle, die kann auf jeden Fall genutzt werden, geht dann sehr, sehr einfach. Ansonsten tut es auch eine normale Wasserwaage, einmal in diese Richtung messen, dann nochmal 90 Grad gedreht messen. Somit könnt ihr auch sicherstellen, dass das Stativ gerade steht. Außerdem ist wichtig, dass der Rotationslaser eine gewisse Zeit läuft. Ich würde empfehlen, dass er eine Viertelstunde sich warm laufen kann. Ich begebe mich jetzt 30 Meter in diese Richtung und werde dann die erste Messung durchführen.
Ich befinde mich nun 30 Meter vom Laser entfernt und habe meine erste Messung gemacht. Wichtig dabei ist auch, die Messlatte möglichst gerade zu halten. Ich nutze dabei die Dosenlibelle, die sich oben am Lattenhalter befindet. Achtet auch darauf, dass euer Empfänger auf Genauigkeitsstufe fein eingestellt ist. Jeder Empfänger oder die Empfänger haben unterschiedliche Genauigkeiten. Dieser Empfänger beispielsweise hat auf Genauigkeitsstufe fein immer noch eine Toleranz von 2 mm. Das heißt, würde der Laserstrahl genau auf die Mitte des Empfängers treffen, dann könnte man den Empfänger immer noch 1 mm nach oben und unten bewegen und würde immer noch die Referenzhöhe, die Mitte der Referenzhöhe angezeigt bekommen. Um das auszugleichen, fahrt ihr mit dem Empfänger so weit nach oben, aus der Mitte so weit nach oben, bis die Anzeige gerade so vor dem Umspringen ist. Das gleiche macht ihr, indem ihr nach unten fahrt, so weit, bis die Anzeige gerade kurz vor dem Umspringen ist und fahrt dann zurück in die Mitte. In dem Fall haben wir eine Messtoleranz von 2 mm. Das heißt, wenn ich an einem Anschlag bin, fahre ich 1 mm zurück und ihr habt diese Ungenauigkeit perfekt ausgeglichen. Merkt euch auch bitte, wo die Messlatte genau steht. Das ist wichtig bei der zweiten Messung, wenn der Rotationslaser dann um 180 Grad gedreht wird. So, ich habe mir die Höhe notiert, gehe jetzt zurück zum Laser und führe dann nach dem Umdrehen des Lasers um 180 Grad die zweite Messung durch. Die zweite Messung ist nun auch durchgeführt. Achtet bitte darauf, dass ihr exakt wie auch schon bei der ersten Messung die gleiche Stelle verwendet. Ich habe hier jetzt eine Messtoleranz von 2 mm festgestellt. Ihr müsst aber bedenken, wenn ihr euch an den Theorieteil zurückerinnert, müsst ihr diesen Wert noch durch 2 teilen. Das heißt, wir haben eine Messgenauigkeit von plus minus 1 mm auf 30 Meter. Für diesen Laser, einen Thai Smart Level HV, ist das ein sehr, sehr guter Wert, der laut Herstellerangaben eine Messtoleranz von plus minus 3 mm auf 30 Meter haben darf. Aber mehr dazu gleich noch. Damit habt ihr überprüft, ob die eine Achse des Rotationslasers stimmt. Das gleiche Vorgehen müsst ihr auch noch für die zweite Achse des Rotationslasers durchführen. Das macht ihr, indem ihr den Rotationslaser um 90 Grad dreht und die besprochene oder beschriebene Prozedur nochmals durchführt. Wenn beide Achsen einen Messfehler kleiner oder eine Messgenauigkeit kleiner der Herstellerangabe aufweisen, ist somit alles in Ordnung und euer Rotationslaser arbeitet in der vom Hersteller vorgegebenen Genauigkeit. Um nun beurteilen zu können, ob dein Laser noch stimmt oder nicht, musst du die Nivellegenauigkeit laut Herstellerangabe wissen. Hochwertige Profilaser wie beispielsweise der verwendete Thais Smart Level HV hat laut Herstellerangabe eine Nivellegenauigkeit von plus minus 3 mm auf 30 Meter. Noch genauere Laser wie beispielsweise die Thais Vision Reihe haben hingegen eine Nivellegenauigkeit von plus minus 1,5 mm auf 30 Meter. Wobei man dazu sagen muss, dass die Genauigkeit natürlich auch einen erheblichen Einfluss auf den Preis hat. Das heißt, sehr, sehr günstige Laser, die man im Internet findet, können gar keine so gute Genauigkeit haben wie teurere Laser. Auf der Baustelle sind häufig mehrere Rotationslaser im Einsatz. Jetzt kann es ja sein, dass jemand auf dich zukommt und sagt, hey, deine Höhen stimmen nicht. Wenn du vorher nicht überprüft hast, ob dein Rotationslaser nicht stimmt, kann das auch tatsächlich sein. Andernfalls kannst du ganz entspannt die Rückfrage stellen, ob er denn weiß, ob sein Rotationslaser noch stimmt. Das heißt, du kannst dich auch dadurch leicht selber absichern. Einmal im Jahr, beziehungsweise wenn du feststellst, dass dein Laser nicht mehr stimmt, solltest du ihn vom Fachmann überprüfen und justieren lassen. Das war's mit dem Video Rotationslaser überprüfen, eine Anleitung. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls es dir gefallen hat, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen, Daumen nach oben oder auch einen Daumen nach unten. Wenn du über neue Videos informiert sein möchtest, dann abonniere doch einfach den Kanal. Alle Informationen zu Messprofi Service findest du auch unten in der Videobeschreibung. Also mach's gut und pass auf dich auf, dein Team von Messprofi Service.